Einfach nur Killer. Übrigens, ich trinke auch immer meine 1 Liter Wasser am Tag, beziehungsweise direkt in der Früh. Da habe ich auch schon hier am Start. Aber immer zuerst strong, weil wenn ihr schon mal 1 Liter Wasser runtergetrunken habt, schmeckt das nicht mehr ganz so geil, wie wenn ihr das erste ist, was ihr wirklich in der Früh trinkt. Das ist einfach nur abnormal krass erfrischend. Geschmack schreiben mir auch immer mega viel auf Insta, dass sie finden, hätten sie nicht erwartet, dass es so krass schmeckt, heftig gut schmeckt und so weiter. Also macht euch selber ein Bild, checkt den Link in der Beschreibung, holt euch das Produkt. Ist einfach nur absolut Mörder. Relax hier im Licht. Komm auf jeden Fall. Nicht schlecht, muss ich sagen. Eieiei. Jetzt heißt es nochmal ein fucking letztes Mal um 7 Uhr in der Früh dehnen. Bin ja fast durch, mach noch ein bisschen Spagattraining, noch ein bisschen hinteren Oberschenkel, Stretching. Schön. Und dafür, dass ich eigentlich sozusagen fast Urlaub gegangen bin, was man eigentlich nicht machen sollte, aber in der Früh gehe ich jetzt nicht so krass in den Schmerz, dass ich mich irgendwie verletzen könnte. Das heißt, ich nutze das eigentlich nur, um eigentlich fit in den Tag zu starten und nicht um mich jetzt extrem zu dehnen. Das mache ich dann wenn noch am Nachmittag oder am Abend wieder sehen. Aber hier gehe ich jetzt nicht so extrem in die Dehnung rein, beziehungsweise halte die Dehnung nicht so extrem lange, dass ich mich irgendwie verletzen könnte. Also das Essen abholen. Die Geschenke habe ich natürlich auch wieder mit an die andere Gruppe. Darf natürlich nicht vergessen, wenn diesmal in diesem Kindergarten sind aber nur 2 Gruppen. Das heißt, 2 Geschenke für jeweils eine Gruppe. Wieder das Krokodilspiel und das Piratenspiel solltet ihr schon im Geschenkvideo gesehen haben. Dazu die Merci für die Erzieherinnen. Und dann kann es losgehen. Ich mache mich auf den Weg ab aufs Moped. Tasche wird sich wieder schön auf den Arm gehangen. Und ich habe richtig heftig letztens meine Schultern gespürt, weil ich hatte dann das Sackerl hier auf dem Ellbogen drauf. Habe meinen Arm irgendwie extrem runtergezogen, es war mega schwer. Und ich hatte extremen Schultermuskelkater davor. Und dann nachdem hat meine Schulter noch mehr wehgetan. Richtig strange. Aber ich hoffe, dass ich heute besser aushalte. Ist nicht allzu schwer. Ah, ich soll es hinbekommen. Also ab in den Kindergarten. Wir sehen uns kurz beim Frühstück, kurz beim Mittagessen. Und dann natürlich länger wieder danach, wenn das Ganze einfach geschafft ist. Das kann sich glauben. Also bis dann. Kurz zum Mittagessen ein kleines Kammerl verzogen, habe es nicht mit den Kindern gegessen, habe ich mir die letzte Zeit immer so gemacht, weil ich hier immer kaltes Essen hatte und es nicht wirklich aufwärmen musste. Jetzt gerade das letzte Mal im Kindergarten oder in meinem Leben Geschirr abgewaschen für über 20 Kinder. Ist teilweise anstrengend, geht aber meistens ganz schnell, also alles easy. Jetzt aber erstmal essen, ich habe extra weniger Kalorien gemacht, weil ich vorhabe heute ordentlich reinzuhauen, bis es am Wochenende ordentlich reinzuhauen, meinen Sieg sozusagen zu feiern. Deshalb gibt es jetzt Haferflocken, 80 Gramm. 250 Gramm Topfen, 130 Gramm Beeren, schmeckt hässlich und 20 Gramm Mandeln mache ich in letzter Zeit irgendwie richtig geil. Vor allem, das wird so ein bisschen körnig und die Konsistenz macht es einfach 1000 Mal besser. Dann noch die restlichen Paprika, noch eine Karotte und wie gesagt, da bin ich echt low mit den Kalorien heute, 1300 bis jetzt. Ich kann dann nachher am Abend mega fett rein und ich weiß nicht, worauf ich Bock habe. Vielleicht Burger, vielleicht Sushi, vielleicht healthy Fast Food. Aber es wird sich auf jeden Fall gut gegönnt. Das habe ich dann noch nicht ganz 3 Stunden vor mir. Es ist 13 Uhr. Gott, entferne wieder kurz. So. Es ist 13.09 Uhr. Also perfekte Zeit für ein fettes Mittagessen. Soll mich auf jeden Fall gut satt machen die nächsten Stunden. Dann halte ich noch bis zum Abendessen durch. Und dann baller ich ordentlich Kalorien. Come on! We are fucking done. 9 Monate Arbeit sind verdammt nochmal vorbei. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin. Ich glaube, man hat es gesehen an meinem kleinen Dance. Junge, Junge, Junge. Einfach Freiheit. Die Freiheit ist am Start. Jetzt erstmal nach Hause, bisschen vorher tanken. Und dann werden erstmal ein paar klare Gedanken gefasst. Ich werde euch ein bisschen was zu meinem Zivilis erzählen. Und dann geht's fett essen. Okay, nach dem kleinen Ausraster hätte ich es auch nach Hause geschafft, ich bin aber einfach nur überglücklich, ihr könnt es euch ja vorstellen. Alle, die mit Zivilis oder Bundeswehr fertig sind, ihr habt es geschafft, Freunde. Congratulations auch an euch. Habt ihr noch ein kleines Geschenk bekommen, 15 Euro Thalia-Gutschein, richtig nice. Und da sind einfach noch so Smileys gemalt von den Kindern, dass ich immer glücklich bleiben soll, was auch sehr cute ist. Aber jetzt mal kurz mal zusammenfassend, wie war der Zivildienst? Was ist das überhaupt für alle Deutschen oder Schweizer? Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz gilt, in Deutschland auf jeden Fall nicht. In Österreich ist jeder
Mann verpflichtet, Zivildienst oder Bundesheer zu machen. Das heißt, man geht zu einer Stellung, dann kann man schon mal sagen, ob man Bundesheer oder Zivildienst machen will. Dann kriegt man sozusagen einen Zivildienstbescheid, wo man dann zur Zivildienstbehörde geht und sich dann sozusagen aussuchen kann, wenn man es rechtzeitig macht und sich bewirbt, wo man seinen Zivildienst machen kann. Bei mir war es zum einen die Option Schule und Kindergarten, war zumindest bei mir mein Favorit. Und ansonsten hätte man es auch noch mit geistig benachteiligten oder generell körperlich behinderten Menschen machen können. Im Altersheim wäre auch eine Möglichkeit gewesen, oder ein Freund von mir zum Beispiel ist im Lager vom Roten Kreuz, das heißt von der Rettung in Wien. Der ist natürlich richtig gerade am Arsch, weil die kriegen die ganze Zeit die Sammlungen, bzw. die Lieferungen von den Masken an den Start. Und der muss einfach den ganzen Tag im Lager hustlen, theoretisch 24 Stunden erreichbar sein, auch am Wochenende, um dann dort zu arbeiten. Also ich habe es richtig, richtig gut erwischt, muss man so sagen. Kindergartenarbeit ist definitiv nicht körperlich anstrengend, manchmal nicht geistig. Und es ist einfach, diese 8 Stunden Arbeit ist halt einfach 8 Stunden Arbeit. Also es ist so oder so nicht geil, aber mit Kindergarten habe ich mir definitiv, denke ich, eine der besten Optionen ausgesucht. Volksschule wäre, wie gesagt, auch noch eine Option für mich gewesen. Es gab auch noch so irgendwas mit Sport, aber die haben mir dann zu spät zugesagt. Da wusste ich aber auch nicht genau, was ich da hätte machen sollen. Deshalb habe ich mich dann trotzdem für Kindergarten entschieden, weil ich eben da schon der Zeitpunkt da war, wo ich sagen musste, ob ich dorthin will oder eben nicht, weil sonst die Stelle an wen anderen vergeben wurde. Also von der Behandlung her auch mega, mega korrekte Leute, auch die Zieherinnen waren mega nice, haben mich nicht gleich rausgeschmissen nach meiner Wettkampfphase, auch wenn ich vielleicht unaushaltsam war. Aber ansonsten, was waren so meine Aufgaben? Also ich bin meistens so in der Früh hingekommen, also halt immer gegen 8, manchmal auch 8.05 Uhr, aber nicht so oft, ich war eigentlich immer pünktlich. Bin auch generell ein sehr pünktlicher Mensch. Dann erstmal zu den Kindern gesetzt, vielleicht ein paar Spiele, eher ruhige Spiele gespielt in der Früh, vielleicht auch nur zugeschaut beim Spielen, aber einfach nur irgendwie aktiv dabei gesessen. Dann so ab 9 oder ab 8:45, also 15 Minuten vor 9, hat es dann Jause gegeben. Kinder haben immer nach der Reihe sozusagen gegessen. Ich habe mich dann meistens erst so gegen 9:30 oder so spät wie möglich hingesetzt. Wirklich, wenn es eventuell schon weggeräumt war oder wenn die letzten Kinder bei der Jause gesessen sind, also so spät wie möglich, 9:30, manchmal sogar 10. Habe ich dann auch hier ausgegessen und dann gab es entweder Morgenkreis oder mal einfach noch weiter mit den Kindern gespielt. Man ist in den Turnsaal gegangen oder in den Hof bis 11.30 Uhr. Dann gab es Mittagessen für die Kinder, also richtig früh. Deshalb habe ich auch nie mit den Kindern gemeinsam gegessen, weil 11.30 Uhr vor allem in der Diät einfach viel zu früh für mich gewesen wäre. Da hätte ich um 3 schon wieder Hunger gehabt und hätte dann nochmal meine dritte Mahlzeit essen müssen und dann wäre es mit dem Training kack gewesen. Also habe ich mir meine Mahlzeit immer aufgespart bis 1 Uhr, da hatte ich dann immer meine Mittagspause. Das heißt nach 12 Uhr, also nach dem Mittagessen um 12 Uhr, sind dann ein paar Kinder schlafen gegangen. Beim einen Kindergarten war es so, dass alle Kinder geschlafen haben. Das heißt, da konnte ich mich dann auch kurz hinlegen. Beim anderen Kindergarten haben nur 1, 2 geschlafen, jetzt zum Schluss sogar gar keins mehr. Also da konnte ich dann sozusagen keine Zeit vertrödeln, wie in einem Schlafkindergarten, wo die Kinder einfach mal 1,5 Stunden pennen. Oder fast 2 Stunden eigentlich, wo man sich dann auch noch kurz dazulegen kann. Aber geht leider nicht immer, da hatte ich natürlich auch Glück, dass zumindest in einem Kindergarten sowas ich mich auch dazulegen konnte. Was in der Diät natürlich auch sehr hilfreich war durch den Mittagsschlaf. Und ja, dann nach meiner Mittagspause um 13.30 Uhr war dann Geschirrwaschen angesagt, so bis 14.30 Uhr. Und dann nochmal entweder den Hof oder mit den Kindern nur in der Gruppe spielen. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe. Also Kinderbetreuung, also Betreuung bzw. Begutachtung würde ich eher sagen. Einfach begleiten beim Spielen sozusagen. Also es hört sich auf jeden Fall relativ chillig an, aber es ist definitiv anstrengender, als ich gedacht hätte. Es fordert halt einfach auch, wenn man dann so Spiele 10, 15, 20, 30 Mal gespielt hat, ist natürlich auch langweilig. Also von Memory habe ich definitiv jetzt genug. Von Uno habe ich was gar nicht gespielt, das geht noch. Aber Schwarzer Peter zum Beispiel oder Schnippschnapp muss ich die nächsten Wochen jetzt nicht unbedingt sehen. Aber allen in allen richtig gute Erfahrung gehabt. 9 Monate halbwegs sinnvoll genutzt. Ich habe das bei der St. Nikolaus Stiftung gemacht, für alle, die das kennen. Ist ein öffentlicher Kindergarten, kein staatlicher, wird aber auch gefördert. Ist gratis, glaube ich, für die Eltern. Also richtig gute Sache, die haben mich auch mega nice betreut. Die Erzieherinnen wussten teilweise gar nicht, dass ich YouTube mache oder haben es auch nicht verfolgt. Was zum einen gut ist, eigentlich eh nur gut ist, weil sie mich dadurch nicht kannten. Die Kinder kannten mich sowieso nicht. Also hat es eigentlich alles top gemacht, würde ich sagen, und haben jetzt auch mich irgendwie nicht anders behandelt, nur weil ich jetzt ein paar Follower habe oder so. Wie gesagt, weil die einfach keine Ahnung davon hatten und nicht davon wussten. Aber was mich natürlich einerseits stört, was ich noch sagen muss, dass ich richtig Glück hatte, dass ich nicht verlängert wurde. Einige Zivilisten, eine Bundesherder wurden ja verlängert, wie mein Bruder, also da hatte ich mega, mega Glück.
Und zum anderen, was ich noch sagen will, Bezahlung ist halt einfach unter aller Sau. Also bei mir war es, glaube ich, 300 irgendwas Euro plus Essensgeld waren dann meistens so 540 Euro im Monat, was einfach nichts ist für 40 Stunden die Woche Arbeit. Aber ja, Zivildiener und Bundesheerleute werden halt ausgenutzt, vor allem jetzt in der Zeit, also alle, die jetzt noch drankommen, mein Beileid. Zivil, das ist halt einfach nicht geil, also versucht es so gut wie möglich zu umgehen, wenn ihr schafft, direkt bei der Stellung euch irgendwie krank zu stellen, euch irgendwie zu hart zu verletzen, also besser noch vor der Stellung gut zu verletzen oder Unternehmen gründen. Bei mir, ich habe leider mein Unternehmen, also mich selber als Einzelunternehmer, erst nach der Stellung gegründet. Hätte ich das davor gemacht, hätte ich das noch verschieben können. Aber es funktioniert nicht. Aber was soll's, jetzt ist mal weiter mit dem Vlog. Ich werde jetzt noch kurz chillen und dann geht's ab in die Stadt, endlich essen, weil mein Hunger, mein Magen ist schon am Start. Nachdem es mit dem Essen noch circa 2 Stunden dauert und ich doch schon etwas Hunger habe, gibt's 30 Gramm Whey Vanilla Karamell, richtig geil. Leider wurde Vanilla Cinnamon aus dem Shop genommen, auch mega nice, aber ich gönne jetzt einfach mal 30 Gramm davon und 2 Pfirsiche, vielleicht auch ein paar Bohnen oder so, damit ich leicht vorgesättigt bin, schon mal ein bisschen Protein drin habe, habe ich meine Proteine schon ziemlich safe und kann ich nachher essen, worauf ich Bock habe. Ich muss sagen, Wien ist schon schön, Leute. Wer noch nie in Wien war, einfach nur kranke Stadt. Alleine mal die Architektur hier im ersten Bezirk. Einfach nur sick. Im Restaurant angekommen, ist mein Date auch. Crazy Boy ist am Start. Läuft. Danke. Und gebt euch mal kurz die Kulisse, Alter. Shishas, richtig geil, oldschool. Nicht viel los, vielleicht wird sich da noch was gegönnt. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Ich habe mich für orientalisch entschieden. Chris war auch konform. Also da wird es sicher fettes Essen geben. Vorspeise ist angekommen. Einfach so ein kalter Vorspeisenteller. Pita, eins für jeden. Da können wir schön dippen. Ich glaube, das ist Baba Ganoush. Oder das ist Hummus, das ist Baba Ganoush. Oder das, keine Ahnung. Dann ein bisschen Käse. Olivenmäßig eher nicht so. Gurken schon, aber Jalapeno sowieso auch nicht. Aber ist auf jeden Fall eine nice Vorspeise. Gönnen wir uns erstmal. Gang Nummer 2. Beide mit Falafel-Wrap. Und nochmal eine Falafel-Platte. Tatsächlich heute fast vegan unterwegs, aber vegetarisch wie immer, aber es sieht einfach richtig geil aus. Also ich gönne jetzt, Chrissy gönnt sich auch. Richtig geiles Essen, aber ich muss sagen, ich habe Bock auf mehr. Also mal schauen, vielleicht wird sich danach noch irgendwas fettes Süßes reingehauen. Halbes gut gesättigt, aber Nachspeise muss sein, deshalb einmal Feigenstrudel mit Vanillesoße, Alter, das sieht krank fettig aus. Aber Masse muss rein. Was ist das nochmal, Kajas oder so, Blätterteig, Pistazien, selbstgemachtes Vanilleeis. Die Gönnung ist real. Alter, die Nachspeise hat richtig reingefetzt, ich schwör. Jetzt heißt es ein Cut, mal, glaube ich. Dieses Pistazien-Ding, ich schwör, das hat einfach nur so geil reingehauen mit dem Vanilleeis. Abnormal geil, schlendern wir vielleicht noch ein bisschen durch die Stadt. Schauen vielleicht noch Billard oder so. Wäre auf jeden Fall entspannt. Wieder zu Hause, gibt es jetzt erstmal 8 Kapseln, once a day. Ich hätte eigentlich noch Bock gehabt, irgendwas zu essen, aber jetzt, wo ich so ein bisschen Wasser getrunken habe, brauche ich auf jeden Fall nichts mehr. Und ich glaube, Kalorien waren es definitiv auch genug. Die Nachspeise hat richtig krank eingeballt, aber ich sage, es war einfach mal so gut. Shesh Bash heißt übrigens Restaurant, wir waren zum ersten Mal dort gewesen. Ich kann es einfach nur empfehlen, richtig krank. Jetzt geht es eh auch nur um meine Dusche, es ist jetzt... Kurz vor 11 Uhr, das heißt, das Bett ruft auf jeden Fall schon langsam. Morgen dann ins erste Bein trinken, esse es aber nichts mehr. Gönnen wir dann vielleicht morgen ein kleines Frühstück, damit ich gut Power im Training habe. Und ich sage erstmal Tschüss und danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Jetzt bin ich offiziell frei, Updates werden natürlich kommen. Ich werde trotzdem weiterhin so viele Videos wie möglich machen, vor allem jetzt habe ich ja Zeit, Freunde. Also freue ich drauf, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, mein Instagram abchecken, Link in der Beschreibung für Rockhard Nutrition abchecken, um mich zu supporten. Danke fürs Zuschauen, ich bin damit raus. Peace.